Diane, welchen Effekt hatte die Erfahrung des Ersten Weltkriegs? Der Erste Weltkrieg wird ab und zu bezeichnet als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und das Wort Katastrophe ist also, muss also sehr groß geschrieben werden dabei. Keine der kriegführenden Nationen hatte mit diesem Krieg gerechnet. In Deutschland lag der letzte Krieg seit 1871 zurück. Damals war man mit Pferden aufeinander zugeritten, hatte mit noch recht primitiven Waffen miteinander gekämpft. Man hatte zwar schon anständige Kanonen, aber nichts im Vergleich zu dem, was jetzt technisch auf einmal im Ersten Weltkrieg aufgefahren wurde. Man hatte aber, und da ist Deutschland mit Sicherheit nicht alleine, da waren die anderen kriegführenden Nationen mit Sicherheit ähnlich aufgestellt. Man hatte aber immer noch damit gerechnet, dass wieder so ein Krieg wie 1871 entstehen würde. Also ein Krieg, der die Zivilbevölkerung kaum betreffen würde, ein Krieg, der eine überschaubare Anzahl an Todesopfer fordern würde, ein Krieg, bei dem man Heldenmut zeigen konnte, bei dem die Heldenleistungen Einzelner eine entscheidende Rolle spielen würden, Mann gegen Mann, zu Pferde, zu Fuß und so weiter. Also diese Art von Krieg wurde auch an den ganzen Armeeschulen, an den Armeeakademien immer noch gelehrt, sodass die Befehlshabenden also auch davon ausgingen. Gleichzeitig wusste man aber, und das ist natürlich in gewisser Weise das Paradox, dass die Waffentechnik weit fortgeschritten war. Man hoffte also vermutlich einfach nur, diesen Krieg etwas besser in der Form führen zu können. Der neue Krieg führte aber Die neuen Waffen führten aber zu einem wirklich völlig anderen Krieg, etwas, das bis dahin noch nicht da gewesen war. Bis dahin war Krieg in erster Linie so gewesen, dass man Armeen aufmarschieren ließ, in bestimmten Aufstellungen dem Gelände entsprechend aufeinander zugehen ließ und eine Schlacht auskämpfen ließ. Aufeinander zugehen funktioniert nicht, sobald es Maschinengewehre gibt. Also man kann nicht eine Reihe Soldaten auf eine andere Reihe Soldaten zugehen lassen, sobald die eine Reihe Soldaten über ein Maschinengewehr verfügt. Denn ein Maschinengewehr ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit größere Mengen von Gegnern zu töten. Also eine offene Feldschlacht, wie es sie vorher gab, ist mit der Erfindung des Maschinengewehrs nicht mehr möglich. Das Maschinengewehr bedeutet also, dass man sich grundsätzlich eingraben muss. Und darum ist Erster Weltkrieg, vor allen Dingen an der Westfront, und das ist ja das Bild des Kriegs, das man normalerweise vor Augen hat, ein Grabenkrieg. Es ist ein Krieg, wo man sich in Stellungen eingräbt, weil das Maschinengewehr das offene Gelände völlig dominiert und wo man versucht, mit massivem Einsatz von Sprenggranaten eben die Stellungen des Gegners so weit zu beschädigen, dass man dann doch wieder vorrücken kann. Es ist ein Krieg, der gekennzeichnet ist durch ein sich gegenüberstehen von eingegrabenen Armeen, die sich mit allem, was die Waffentechnik hergibt, versuchen gegenseitig umzubringen. Also, wenn man sieht, welche Waffen in diesem Krieg eingesetzt wurden, welche dann auch entwickelt werden, kann man sich das leicht vorstellen. Also, wir haben einmal diese Sprenggranaten, die nicht mal eben so abgeschickt werden, sondern wir haben tagelanges Trommelfeuer, also tagelanges Niederprasseln von diesen Granaten auf die gegnerischen Schützengräben. Wir haben also ein dreitägiges, viertägiges, fünftägiges Sperrfeuer, wo die Soldaten sich tief in der Erde eingegraben haben und über ihnen Tausende und Abertausende von diesen Sprenggranaten explodieren und alles unterste zu oberst kehren. Wir haben andererseits wie gesagt, die Maschinengewehre. Wir haben den Einsatz von Giftgas zum ersten Mal überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Am 22. April 1915 in Ypern setzen die Deutschen Giftgas ein. Wir haben das sogenannte Unterminieren, das heißt, man gräbt also einen Tunnel tief unter die Stellung des Gegners, sammelt in diesem Tunnel große Mengen an Sprengstoff und sprengt also wirklich Riesenlöcher in die Landschaft, um die Stellungen des Gegners zu zerstören. Das machen die Briten zuerst, Antwort der Deutschen darauf sind Flammenwerfer. Ne, man geht also in den gegnerischen Schützengraben und schickt einen brennenden Benzinstrahl 30 Meter vor sich her, um alles und vor allen Dingen jeden in Brand zu setzen. Also dieser Krieg ist eine nicht die Fortführung der Kriegführung des 19. Jahrhunderts, ist ein völlig neuartiger Krieg, ein Krieg der industriellen Vernichtung. So, das hat folgende Auswirkungen. Zunächst einmal führt es bei den Beteiligten, bei den Soldaten zu großem Entsetzen und es führt zu einer im Nachhinein, und da müssen wir vielleicht später nochmal drüber reden, zu einem großen Zweifel.
Ne, die Welt war eine angeblich sichere gewesen und dieser Krieg spült also all diese Sicherheiten hinweg. Es gibt diese Sicherheiten nicht mehr. Nichts von dem, was man geglaubt hatte, auch gerade die romantischen Vorstellungen, ist mehr so. Ritterlichkeit im Krieg, Heldenmut im Krieg. Was bleibt von Heldenmut übrig, wenn man von einer Granate in Stücke gerissen wird? Was bleibt von Heldenmut übrig, wenn man durch Giftgas blind wird? Was bleibt von Heldenmut übrig, wenn man von einem Flammenwerfer in Brand gesteckt wird? Vor allen Dingen, was bleibt von Heldenmut übrig, wenn man über Jahre lang in einer Landschaft lebt, wie in Teilen Frankreichs und Belgiens, die durchsetzt ist mit zerstückelten Körpern, mit Leichenteilen? Man lebt also quasi in einem Friedhof. Der Krieg hat nichts Heroisches mehr. Es ist einfach nur noch ein sinnloses Massenschlachten und führt dazu, dass Werte, die im 19. Jahrhundert als sicher galten, nun in Frage gestellt werden. Und von den Beteiligten, aber natürlich, das pflanzt sich natürlich auch durchaus fort auf die Bevölkerung allgemein. Das war N, 3N, und wir kommen gleich zu 3O.